Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir machen jetzt weiter mit den Herausforderungen. Wir sind jetzt hier bei der Belcher Halloween Challenge. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis jetzt ist die Belcher Halloween Challenge noch echt easy going. Noch nichts Dramatisches passiert. Das kann sich aber, wie wir das bereits aus den anderen Challenges schon gesehen haben, relativ schnell ändern. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt haben wir einen Bill. Mit der Mars-Universität gibt's den Bulldozer. Die habe ich ja eben gerade erst in der Anfang vollgenommen, mal um 1 erhöht. Gucken wir mal, der Bulldozer sieht auch ganz cool aus. So, jetzt hat er schon 11. Gut, das brauche ich mich schon scheinbar gar nicht mehr großartig anzustrengen. Machen wir den Hank oder machen wir den Fry? Den Sturzbetrunkenen. Schauen wir mal. Ich glaube, der Fry ist der bessere von beiden. Und wie ihr seht, das hier ist noch easy going. Ja. As simple as that. Ja, ist jetzt eigentlich echt so. Der betrunkene Fry. Ach, der Bulldozer macht's schon. Okay. Alles klar. So, der nächste Kampf. Wir müssen uns jetzt langsam Richtung 50 Pokale bewegen. Damit wir dann auf jeden Fall unsere ersten Karten bekommen. So. Womit fangen wir an? Ich möchte den olympischen Hammerwerfer auf der 1 haben. Gucken wir mal, was er spielt. Eine Linda. Sorry, Baby. 818, 342. 921, 453. Ja, dann nehmen wir doch den. Andersherum hätte es mich auch wirklich gewundert. So. Soll ich noch eine Karte ausspielen? Ich werde ja dazu gezwungen. Machen wir den Hank. Ach, lass doch mal den Fallschirmspringen heran. So. Und das ist jetzt völlig entspannt. Anders wird's gleich aussehen bei der Drunken Clam Challenge. Also wer mich wirklich verzweifeln sehen will, sollte sich die Folge der Drunken Clam Challenge reinziehen. Hier wird's echt dramatisch brutal. So. Da könnte ich den Laserrasierer gleich am Anfang mal zum. Was passiert denn hier, wenn ich jetzt die Furz. Ich mische mal jetzt erstmal die Furzschule. Ich will das mal wissen. Da kommt ein Teddy. Okay. Dachte, es ist der Waschbrettbill. Baum. Das war jetzt vielleicht nicht wirklich so intelligent von mir. Tja. Laserrasierer. Oder. Ich spiele jetzt erstmal die Tina aus. Einen ganzen Schaden. So. Und dann haben wir den Burgerboss Bob. Den möchte ich lieber haben. Was da vorne auf der 1 passiert, ist mir relativ ja Hose. Jetzt nicht mehr. Mhm.
Tja, machen wir jetzt mal den Waschbrettbill. Und was willst du jetzt noch machen? Jetzt kannst du gar keinen Schaden mehr bei mir anrichten. So. Ach, der Laserrasierer wäre theoretisch jetzt noch auf der 3 gekommen. Aber so weit kommt's gar nicht. Burger Boss Bob dreht am Rad. So, jetzt haben wir noch 4 Fights. Bob's Burgers. Tja, mal gleich den Peter auf die 1. Bob Jean, beziehungsweise Jean. Der Peter-Copter-Absturz, ist das denn überhaupt? 8,24. Ja, dann spielen wir doch den. Den Peter-Copter-Absturz. Grün, Heidelberg, Flicker. Such die. Der überlebt tatsächlich, ich pack's ja mit. Na gut. So, hier können wir die Verstopfung rausballern. Oder aber den Grand Theft Tank. Oder aber den Fallschirmspringer. Oder auch den himmlischen Hank. Wobei ich sagen muss, dass der Grand Theft Hank mir persönlich am allerbesten gefällt. Jetzt ist es wurscht. Das war's. Sieg! Noch drei. So, ich spiele jetzt das erste Mal die alte Fortran-Fusel aus. Lässt sich ja mit allem kombinieren. Und die Suffskis sind dann am Start. Ah ja, das war ein Dungeon, ich muss es doch wieder zurücktun. Ist das dein Ernst? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Ich nehme dir jetzt erst einmal alles, was du hast. So viel Schaden kannst du gar nicht mehr anrichten. Die zwei können durch da vorne jetzt erstmal kloppen. So, den tätowierten dicken Mann. Jetzt erstmal das Bürgermaskottchen so langsam mal sicher vernichten. Den Fehler muss ich ja gerade wieder ausbügeln. Unfassbar. Das ist echt unfassbar. Wie kann mir sowas passieren? Einmal unachtsam. Und schon ist die Kacke am Dampfen. Aber das macht nichts. Jetzt ist der Kampf entschieden. Und gerade noch mal die Kurve gekriegt. So.
Zwei Fights gehen noch. Tina auf die 1. Jean. Nein, ich will die gleich weg haben. Dinkel Koch auf die 1. Kröten lecken. Jetzt den olympischen Hammerwerfer auf die 2. Jetzt kriegt Linda von allen Seiten den Frack vollgehauen. So. Das war eine klare Runde. Und jetzt zum letzten Kampf. Peter oder Tina? Ich fange jetzt mal an mit Peter. Ja, mein Professor Farnsworth. Tina auf die 2. Das gibt's doch nicht. Option auf die 3. Und jetzt wird's interessant. Der Waffensicherheits-Peter. Nur den Grillkoch. Der jetzt dann gleich in der nächsten Runde mal richtig hier. Ja, wobei der Waffensicherheits-Peter mit seinen 6er Boxen. Zweimal. Es kommt noch ein Professor Farnsworth raus. Und jetzt haben wir den Burger Boss Bob. Tja. Ich würde mal sagen, das war's. Jo, auch das wiederum. Echt. Völlig entspannt. Doch, das ändert sich jetzt. Das ändert sich jetzt dramatisch. Ich gucke jetzt erstmal hier nach. Ein Rare Pack könnte ich mir besorgen. 33 Cups habe ich. Ein Belcher Chance Pack. Nein, ich kann auf das Rare Pack verzichten. So, wir machen dann weiter mit Drunken Clam Challenge. Also bis gleich, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss, wenn's wieder heißt Animation Throwdown.